Hallo und herzlich willkommen auf den Kanal von NudelLP. Bitte bleiben Sie sitzen und schneiden Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit an, denn es geht weiter. Man mag es kaum glauben, es geht weiter. So, hallo, willkommen zurück. Wir sind hier in der Honigwabenstrecke und wir machen tatsächlich nahtlos weiter. Wer wissen will, was die letzten Wochen so passiert ist oder eben nicht passiert ist, der schaut sich das Video hier oben rechts auf dem kleinen i an. Ansonsten viel Spaß. Hallo! Welche Herausforderungen möchte ich denn spielen? Ich möchte den Zeitmodus spielen. Mhm. Oh Gott, ich liebe es. Aha. So, ich habe hier ein bisschen was anders eingestellt. So, dass automatisch das Spiel leiser wird, wenn ich rede. Ich hoffe, ich habe das alles richtig eingestellt. So habe ich weniger Arbeit in der Nachbearbeitung und das ist wundervoll. So, Waben, Waben, Waben. Hier sind ganz viele Bienen und Waben und Bienennester und... Ah! Ich hoffe, die stechen nicht. Und wenn doch, dann kriegen sie Feuer unterm Hintern. Da sind die böse, dreinguckenden Bienchen. Ah, es tut so gut, wieder spielen zu können. Da unten ist Jäger, den habe ich schon gesehen. Deswegen machen wir dieses Level auch jetzt hier. Oh, hier ist ja noch eine Farbe. Denn ab einem bestimmten Zeitpunkt würde Jäger da erstmal eine Weile nicht mehr stehen. Das werden wir aber hoffentlich heute noch sehen, warum das so ist. So, ne? Du flotte Biene. Ja, du flottes Bienchen, du. Du feuriges Bienchen vor allem. Oh, oh, oh. Nicht so viel Kacke. Oh nein. Oh nein, ich habe ihn verpasst. Vielleicht hole ich ihn noch ein. Wer weiß. Wow. Ich bin richtig gut. Na gut, zu meiner Verteidigung muss ich sagen. Ich habe 7 Wochen nicht gespielt. Ja, passiert. Ach, komm schon. Das hier ist eine kleine Testrunde, würde ich mal sagen. Und bloß nicht in das süße, süße Honigwasser fallen. Und ich muss mich wieder dran gewöhnen, dass meine Flamme irgendwie nicht so weit reicht. So, ich hoffe, ich kann die kleine Biene gleich noch holen. Das wäre fantastisch. Ich glaube aber, das wird nichts. Das ist das letzte Bötchen und die letzte Sekunde. Okay, fast geschafft. Nochmal. Da zuerst die Waben hier. Okay. Ich versuche mich zusammenzureißen, aber ich glaube, meine verrückte Ader ist doch gerade das, was meine Videos ausmacht, oder? Oder? Ja, okay, gut. So, ich sollte gleich anfangen, mich ein bisschen zu konzentrieren. Ich bin super, super happy, wieder zurück zu sein. Und deswegen auch ziemlich, ziemlich aufgedreht. Aber davon lassen wir uns mal hier nicht aufhalten. Am Spielfortschritt. Hoffentlich. Wie die gucken, ne? Als ob die mich gleich beißen. Aber das tun sie nicht. Es sind liebe Bienen. Ich habe den schon wieder verpasst. Es war genau der gleiche. Genau der gleiche. Weißt du was? Dann versuche ich das hier rückwärts. Das klappt sogar viel, viel besser. Uah. Sagte sie und failte. Wie immer. Wo ist denn das andere Boot? Bitte kommen Sie mir entgegen. Ja. Es fehlt aber noch eins, und zwar das hier. Und da ist die letzte Biene. Ha! Ha! Ja, so funktioniert das. Beim zweiten Anlauf. Nicht schlecht dafür, dass ich so lange nicht gespielt habe. Wir machen direkt einen neuen Versuch, denn... Ja, wir gehen jetzt zu Jäger. Der stand hier irgendwo. Irgendwo stand der rum. Bei den Waben. Nestern. Dings. Zeug. Hier war das aber nicht, ne? Nee. Wo war denn das? Ich hätte vielleicht mal die Reihenfolge einhalten sollen, dann wüsste ich es jetzt. Jäger, wo stehst du? Also, ich fliege vielleicht einfach mal
Ich habe keine Ahnung, wo lang. Ich bin schon wieder hier. Hier war ich schon. Vielleicht sollte ich mal... Ach da, da ist er. Ich habe ihn, ich habe ihn. Alles gut, alles gut, alles gut. Blub. Pass auf, Spyro. Es gibt hier ein wirklich großes Schaf-UFO, das versucht mich zu kriegen. Ich habe mir ein Drachenei geholt, das es entführen wollte. Und jetzt will es Rache. Oh nein. Du wartest hier, ich locke das UFO in den Honigfluss. Okay. Nur zu, ich gebe dir Deckung. Okay, los geht's. Hey. Was muss ich... Ach, ich muss ihn lenken. Ich muss ihn lenken. Und springen. Okay, 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 okay. Got it. Bitte, 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 bitte. Nicht gegen die Steine und so rammen. Gar nicht so einfach, wie es aussieht. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Hui. Aber Jäger sieht doch ziemlich cool aus, würde ich sagen. Der kommt mir gefährlich nah. Sehr gefährlich nah. Ich muss nichts weiter machen, als hier lenken und springen, oder? Ich glaube nicht. Da. Mist. Okay. Tschüss. Ich werde entführt. Nein. Es gibt hier ein wirklich großes Schaf. Ja, ich versuch mich zu. Du warst ja, hier. Ja, ja. Ich versuch's nochmal. Ich versuch's nochmal. Alles wird gut. Diesmal weiß ich, was zu tun ist. Wie lange muss ich das eigentlich machen? Weil der Fluss ist ja quasi unendlich. Der geht ja kreuz und quer. Wie so eine Acht ist der quasi geformt. Stell dir vor, jemand würde so Boot fahren. Würdest du direkt in der ersten Sekunde kotzen. So, diesmal ist er aber nicht so nah wie letztes Mal, ne? Wir kriegen das hin. Irgendwie kriegen wir das hin. Uah. Einfach springen, springen, springen. Achso, geschafft. Okay. Juhu! Niemand ist schneller als ein Gepard. Und schau mal, ich habe nicht mal das Ei fallen lassen. Ja, hör mal. Nori, hallo Nori. Na, du kleiner süßer Drache. 84 schon, oh Gott. Ich habe ganz vergessen, wie viele Eier wir haben. So, und ein weiteres Ei kriege ich jetzt für das Rennen, genau. Hallöchen. Als nächstes werden wir gegen die Bienen antreten. Ja, ich versuche durch jeden grünen Ring zu fliegen. Das hat man richtig gehört, wie Sparks das gesagt hat. Gut, dann gucken wir mal, wie ich mich jetzt hier schlagen werde. Auf jeden Fall können wir schon mal ein Bienchen abschießen. Und abfeuern. Ah! Ich hatte jetzt nicht vor, Viereck zu drücken eigentlich, aber ich habe es trotzdem getan. Ich habe keine Ahnung, warum. So, schön durch die grünen Ringe. Das dürfen wir nicht vernachlässigen. Hallo Jäger! So, bitteschön. Hätte ich mir für den nächsten aufheben können, aber hey, was man hat, das hat man. Verpasst. Mist. So, ich bin Vierter. Das ist nicht so gut. Aber das werden wir hoffentlich gleich noch... Ich muss ja auch erstmal die Strecke kennenlernen. Ah, okay. Ah. Kabumm. Ah, nein. Flieg. Flieg und Sieg. Und halt dabei den Mondstein fest. Ah, ah, ah. Oh Gott. Meine Güte. Das ist ja richtig turbulent hier. So. Miau. Die grünen Ringe sind wichtig.
Dritter in der zweiten Runde. Mal schauen, ob ich das noch gerade biegen kann. So, Bienchen, du brauchst die nicht benutzen. Die brauch nur ich benutzen. Man kann da nicht einfach durchfliegen. Durch die Blumen. Ah, Mist. Sechster. Ein Ring verpasst, direkt Sechster. Okay. Auf ein neues. Wenn ich es beim dritten Mal noch nicht schaffen sollte, werde ich das für dich verkürzen. Bin nett, ne? Jetzt komm schon! Ich bin nett, fackel der Biene den Hintern ab. So läuft das hier. Und nicht anders. Mann! Mein Feuer ist echt sehr kurz. So, hast du davon. Blöd, Mann. Ah, diesmal habe ich beide erwischt. Das ist sehr gut. Ah, du kannst doch nicht so weit weg sein. Komm her, du Mistbiene. Du olle Mistbiene, ey. Wow. Ich hätte noch durch den anderen Stern gekonnt. Jetzt, komm schon. Mann. Ach ja. Bisschen störrisch, die Bienen. Hui. Das ist nicht dein Weg, lila Biene. Das ist nur mein Weg. Außerdem bin ich der einzige Lilane hier. Wenn ich übersteuere, tut mir das leid. Vielleicht habe ich da die Soundeinstellung noch nicht optimal angepasst. Ich versuche, mich zu beherrschen. So. Die lila Biene ist weg, denn nur ich darf lila sein. So. Ja! Hey, cool. Gab direkt eine Trophäe. Finde ich gut. Ich mag Trophäen. Ich brauche die Trophäen ja auch für Platin. So, ich hoffe, ich habe die Biene getroffen. Sah aber so aus. Sie hat noch, gebrannt. Oh, wow. Daneben. Die blaue Biene ist die erste Biene. Ich muss sie ausschalten. Ja! Okay, jetzt muss ich nur noch Erster bleiben und durch alle grünen Ringe fliegen. Das wäre natürlich optimopti. So. Bist du letzter, gelbe Biene? Bitteschön. Ein Geschenk von mir. Ah, Mist, diesmal hat es nicht geklappt. Aber ich hoffe und glaube, dass ich das auch nicht mehr brauche. Hallo, grüne Biene. Ja? Bist du eine kleine grüne Biene? Biene. So, die hebe ich mir auf, falls irgendetwas passieren sollte. Ah! Da war der Rote. So, geschafft! Beenden. Tschüss! Richtig! Henry! Hallo, Henry! Oh! Oh! So, ich möchte keine Herausforderungen mehr spielen, mein Lieber. Denn ich habe alles, was ich brauche. Ich bin schon fertig, ja. Du hattest Spaß beim Zuschauen. Oh, vielen Dank. Ich hatte Spaß beim Fliegen. So, und jetzt müsste eine Sequenz kommen. Also, gleich. Jetzt gleich. Ach ja. Ach ja, ich darf ja wieder die Ladezeiten rausschneiden, damit es angenehmer zu schauen ist, weil ich manchmal das nicht mit Reden überbrücken kann. So wie jetzt. Aber das lasse ich mal drin. Huch! Ich sah so grün aus. Hallo! Was? Die Sequenz kommt jetzt noch gar nicht?
Okay, ich glaube, ich muss erst ein richtiges Level in Anführungszeichen machen. Ja, 15 Minuten sind verstrichen. Ich glaube, wir gehen mal hier rein. 15 Minuten finde ich doch ein bisschen zu kurz dafür, dass ich so lange weg war. Ich hätte vielleicht auch erst Bentley befreien sollen. Das wäre viel intelligenter gewesen. Uff. Ja, eventuell. Willkommen bei den Frostaltären. Ja, weißt du was? Ich verlasse das Level wieder, weil ich genau weiß, dass ich hier diesen Bentley brauche. Deswegen gehen wir hier schnell wieder raus. Ich habe trotzdem was gesammelt. Wow. Dabei habe ich doch eigentlich direkt Start gedrückt und bin weggegangen. Na gut, ich bin ein bisschen geflogen. Aber das verrätst du niemandem, okay? Das bleibt unter uns. Vielleicht kommt ja jetzt die Sequenz. Hallo. Sieht nicht so aus. Nö. Gut, dann wollen wir mal. War das hier? Aua, ja, hier war's. Guten Tag. Der hieß doch Bentley, ne? Ja. Ich helfe dir gern, Spyro. Aber meine erste Sorge gilt meinem kleinen Bruder. Ich fürchte, er könnte in Schwierigkeiten geraten sein. Befreit war er schon. Hätte ich dann trotzdem... Muss ich erst das Level machen, um in anderen Leveln die Sidekicks, sag ich mal, zu benutzen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ah, die Reihenfolge... Huch! Die Reihenfolge macht schon Sinn. So, das. Wir können hier mit unserer Keule rumschwingen. Und das sieht schon cool aus. Ja. Hallo, ich bin Bentley. Ich bin riesig und habe es faustdick hinter den Ohren. Hey Bro, es wäre echt... Hey Bro! Das hat mich jetzt etwas aus der Bahn geworfen. Hey, Bro! Oh mein Gott. So, bam. Hallo! Oh, Kamera. Also die Kamera mit Bentley ist nicht so geil, finde ich. Das arme Häschen. Oh, guck mal. Nein, geh weg. Dich wollen wir hier nicht haben. So, wir können mit seiner Keule auch die hier kaputt machen. Dazu braucht es keine Rakete. Toll, ne? Kann ich auch springen und... Nee, geht nicht. Er ist etwas schwergängig. Weil er so riesig ist natürlich. Ja, hallo. Oh, das macht gar nichts. Dafür ist er stark wie sonst was. Her mit den Juwelchen. So. Hallo? Wenn du mit deinem Wirbelmove den Schneeball auf den Gong lenkst, stürzt bestimmt die Decke ein. Ja! Los geht's! Wirf! Wirf! Ach, wirf doch. Aua. Los, wirf. Muss er erst den Schneeball noch angucken, ehe er wirft. Könnte ja Schnee dran sein. Oh, hallo, Brian. Oh, ein Schmetterling. Du sollst doch keine Schmetterlinge essen. Das ist Libellenfutter. Wie komme ich denn... Ach so. Stimmt, da ist ein Gang oben. Dann komme ich nämlich da ran. So. Hallo. Wirfst du mit Schneebällen? Was soll das? Ich werfe zurück. Ja. Ne? Nuckelst du am Daumen? Habe ich das richtig gesehen? Nee, der spielt am Handy. Hallo? Machst du noch was anderes? Hallo, hallo. Er popelt! Ich hab's genau gesehen. Ach, schön. Rastet voll aus. Ich raste aus! Ich muss ein bisschen darauf achten, dass ich hier nichts übersehe. Das wäre ganz schön. Hallo. Nix da. Einmal ausrasten, bitte. Okay.
Ha, ich hab's so vermisst. Aufzunehmen, zu zocken, mit dir zu reden. Und all den schönen Kram, den man sonst nicht macht, wenn man wochenlang abwechselnd krank ist. Und der PC auf einmal nicht mehr will. Und so weiter. So, wir gehen erstmal hier lang. Aua, aua, der hat auch noch getroffen. Eine Schweinerei. Das ist unverschämt. Ganz schön unverschämt. Ja. Yeah. Natürlich fliegt die Hälfte runter, ne? Dass ich da wieder hin muss. Ja, genau. Dann gehe ich den Weg halt nochmal. Wenn's der denn sein muss. Aber was ich wirklich hoffe, ist, dass ich den Rest des Spiels hier bugfrei erlebe. Nicht, dass wir wieder 20 Edelsteine mehr in einem Level haben oder ich irgendwo feststecke. Wenn ich stecken bleibe, ist das eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Toll, damit können wir bestimmt eine Lawine auslösen. Ja, lass uns Lawine auslösen. Ja, da ist Schnee dran. Wunderbar. Das war aber keine Lawine, das war ein riesiger Schneeball. Dong! Achso, das kann ich schieben. Da liegt auch schon wieder ein Ei. Eieiei, was sehe ich da? Den kleinen Charlie! Yeah! Wunderbar. So, Hase, du musst leider daran glauben. Es ist für einen guten Zweck, habe ich gehört. So, bevor ich hier weiter erkunde, gehe ich hier hoch. Oh, da sehe ich schon die Schneebälle fliegen. Ja, komm. Komm da. Komm da. Aua. Schönen Kragen hast du da oben. So. Ich hätte ihn wahrscheinlich auch einfach boxen können, oder? So, ich hoffe, die Hälfte fliegt nicht wieder runter. Ich glaube, das war aber nicht der Fall. So. Bum, 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 bum. So. Okay. Ich finde, die Sicht ist irgendwie so eingeschränkt. Deutsch. Eingeschränkt, wenn man Bentley spielt. Als ob ich wirklich weniger sehen würde. Finde ich nicht so toll. Also die Standardkameraeinstellung, wie sie hier ist. Wenn ich selbst die Kamera so ein bisschen drehe, geht's. Doof ist es trotzdem ein bisschen. Aber er ist halt so groß. Er nimmt auch so viel vom Bild weg. Das wird sein. So, schön alles einsammeln. Hier auch, bitte. Dankeschön. Hatte ich nicht schon die Fähigkeit, dass Sparks Edelsteine einsammelt, die weiter weg sind? Fühlt sich gerade nicht so an. Vielleicht wegen der Größe. Yeah. So. Okay. Die Tür ist hier zu. Das müsste gleich schon auf das, Huch! Da hatte ich einen Lag. Das Levelende sein. So, her damit. Immer her damit. Totemzerstörung 600 von 600. Lass mich da rein. Okay, ich muss erst noch irgendwas erledigen. Ich glaube, ich muss die Kisten ganz ranschieben. Genau. Man kann sich aber auch anstellen, Bro. So. Ja, bitte? Könntest du bitte... Bro, hier hast du was Kleines für deine Steinsammlung. Yo, Bro. Der Eric. 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 Oder Eric. Mit Doppel-R. Ich will auch da rein! Ja! Okay. Damit sind wir fertig. Und damit ist... Huch! Das war seltsam. Damit wäre auch das Ende dieser Folge erreicht. Ja, so schnell geht das.
Vielen lieben Dank, dass du dir dieses Video hier angeschaut hast. Ich würde mich noch freuen, wenn du das Video bewerten und einen Kommentar da lassen würdest. Und wenn du noch nicht genug von mir hast, würde ich mich freuen, wenn du hier rechts in die Playlist schaust oder ins nächste Video. Hier links oben kannst du meinen Kanal abonnieren, falls du das noch nicht getan hast. Und hier links unten kommst du zu meiner Tippi-Seite, wo du mich noch ein klein bisschen mehr unterstützen kannst, wenn du möchtest. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!